Zeit fürs Mittagessen. Dieses Sandwich sieht gut aus. Oh, wer ist das? Vielleicht ist das meine Chance, einen Freund zu finden. Der ist so süß. Wie ist mein Atem? Schon okay. Zeit für meinen Move. Aha, ich bin Emma. Wollen wir uns vielleicht mein Mittagessen teilen? Oh, zu einem Sandwich würde ich nie Nein sagen. Entschuldige, aber ich habe ein noch besseres Sandwich für dich. Wow, so viele Schichten. Das sieht unglaublich aus. Was soll das? Ich war zuerst hier. Redest du mit mir? Nein, verdammt. Geh mir aus den Augen. Wisst ihr was? Das wird mir alles zu viel. Moment mal. Ich muss das nur noch zu Ende kochen. Hm? Oh, das können wir nicht gebrauchen. Wie wär's mit etwas Magie? Wow, wie sind wir hierher gekommen? Hier oben bitte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, denn es erwarten uns heute einige Food-Challenges. Hey Annie, lass uns beide gleichzeitig öffnen. Okay. Hä? Was soll das sein? Kapier ich nicht. Ja, ich auch nicht. Die sind auch noch leer. Warte, ich glaube, ich weiß, was wir damit machen können. Ich muss nur kurz jemanden anrufen. Oh, ich glaube, mich ruft jemand an. Ich gehe besser ran. Ich muss nur das Handy aufklappen. So. Hallo? Ziegenmilch? Oh, sicher. Kann ich besorgen. Ich muss sie nur kurz melken. Hm, das ist ganz offensichtlich für ein Getränk gedacht. Kellner! Wunderbar. Das ist genau das, was ich brauche, um erfolgreich zu sein. Also gut, zuerst gieße ich den Saft in den Shaker. So. Das ganze Glas passt rein. Das ist gut. Jetzt kommen die Streusel dazu. Oh, so hübsch und glänzend. Und diese Streusel hier darf ich auch nicht vergessen. Ich glaube, dieses Getränk wird etwas ganz Besonderes. Schon allein, weil ich es mache. Goldstaub kommt obendrauf. Und nun zur geheimen Zutat. Eine reine Goldmünze. Rein mit dir. Hm, reicht das? Nein, ich schütte alle rein. Okay, das sollte genug sein. Ich setze den Deckel wieder drauf und schüttle es. Emma, was machst du da? Oh, du bohrst in der Nase. Nun, dann lege ich ihn wieder zurück. Okay, das sollte jetzt geschüttelt sein. Zeit, es wieder ins Glas zu geben. Wie es schimmert. So hübsch. Fräulein? Vielen Dank. Oh, das ist so frisch. Perfekt. Jetzt kann ich mich an das Getränk machen. Mal sehen, was ich da so habe. Hier, ich wusste doch, dass ich etwas Schokolade dabei habe. Ich gieße einfach die warme Milch über die Schokolade, damit sie schmilzt. So, der Rest schmilzt im Shaker weiter. Und jetzt ist es Zeit zum Schütteln. Das macht echt Spaß. Wuhu, was für ein toller Sound. Perfekt zum Tanzen. Okay, ich glaube, das reicht. Jetzt gieße ich es in dieses Glas. Das sieht ziemlich schokoladig aus. Also gut, unsere Getränke sind fertig. Wer hat gewonnen? Toll gemacht, ihr zwei. Ich beginne mit diesem goldenen Drink von Annie. Und es bringt sogar Reichtum mit sich. Danke, die behalte ich. Nun zu Emmas Getränk. Ich liebe Schokolade. Echt lecker. Sehr schokoladig und frisch. Ihr gewinnt beide. Ja, wir haben es geschafft. Komm her und lass dich umarmen, Annie. Da ich letztes Mal zuerst aufgemacht habe, kannst du dieses Mal zuerst aufmachen. Trockene Pasta. Ich liebe Pasta. Mal sehen, ob es hier was Brauchbares gibt. Da drüben ist ein Topf. Ich schnapp ihn mir, bevor Annie mir zuvorkommt. Ich muss ihn mit Wasser füllen, um dann die Nudeln zu kochen. Warte, warum funktioniert das nicht? Was zum Teufel? Wenigstens regnet es draußen. So kann ich Wasser sammeln. Okay, das sollte doch reichen. Ich bin ganz nass vom Regen. Aber wenigstens kann ich jetzt Wasser kochen. Ich gebe die Nudeln dazu. Das wird gut. Trockene Pasta? Habe ich ja noch nie gesehen. Vielleicht kann ich sie so essen. Nein, das schmeckt nicht. Ich werde dieses Problem mit Geld lösen müssen. Ich mache meine eigenen Nudeln aus Geld. Ich schneide die Geldscheine einfach entsprechend zu. Okay, jetzt wo sie geschnitten sind, muss ich sie locken. Perfekt, das ist ein hübscher Teller mit Geldnudeln. Zeit für mehr Goldstaub, meine Geheimzutat. Ist das deine Pasta, Annie? Was ist das? Das sieht wirklich nicht gut aus. Hier ist meine Pasta. Sie ist aus, echten Nudeln gemacht. Aber ich kann das noch aufhübschen. Mit frischen Kräutern. Zum Garnieren. Perfekt. Okay, unsere Nudeln sind fertig. Wie fällt das Urteil? Ihr wart aber beide sehr flink. Okay, lass mich mal sehen. Warte, was ist das? Ist das geschreddertes Geld? Das ist kein richtiges Essen? Das probiere ich nicht. Aber dieser Teller hier sieht echt gut aus. Ich drehe sie mal auf. Und rein damit. Sehr frisch. Hervorragender Geschmack. Sehr gut, Emma. Du gewinnst diese Runde.
Ja, gewonnen! Nimm das, Annie! Bereit? 1, 2, 3. Hamburger Brötchen. Und der Grill steht auch auf dem Tisch. Ich lege mein Brötchen rein. Warte, dann mach auch Platz für meine. Versuch, den nicht für dich alleine zu beanspruchen. Mir doch egal. Mal sehen, was wir im Kühlschrank haben. Warte, was ist das? Eine Spinne! Dieser Grill braucht echt lange. Okay, ich glaube, mein Brötchen ist fertig. Warte, was macht Emma da? Ist das ein Mülleimer? Hey, Emma, deine Brötchen sind fertig. Ich hab zu tun, nerv mich nicht. Naja, nicht mein Problem. Lecker Käse. Treffer. Der ist perfekt. Das wird richtig lecker. Ich brauche nur noch meine Brötchen. Oh nein, die sind total verbrannt. Nein, nein, nein. Mist, tja. Schätze, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Verbrannte Brötchen und Käse aus dem Müll. Was zum... Emma, das stinkt total. Die Bratlinge schön umdrehen. Das war perfekt. Die sehen richtig gut aus. Ich brauche einen dieser Bratlinge für meine Brötchen. Los, Angelrute, tu mir den Gefallen und besorge mir einen Bratling. Was zum Teufel? Wo will dieser Bratling hin? Haha, ich bin ein Genie. Hey, wer hat gesagt, dass du den haben kannst? Wenn du mir Geld gibst? In diesem Fall werde ich nichts verraten, Annie. Du willst mehr? Gut, das bleibt unser kleines Geheimnis. Und ja, nun her damit. Perfekt, jetzt kann ich einen noch größeren Burger machen. Mit Käse und Zwiebeln und natürlich noch mehr Fleisch. Höher und noch höher. So ist es gut, jetzt kommt das Brötchen. Also gut, welcher Burger gewinnt? Meh. Mal sehen, was ihr beide gezaubert habt. Ew, das riecht gar nicht gut. Aber der hier riecht echt lecker. Ich muss mal beißen. Das wird richtig lecker. Oh nein! Der ist wohl etwas zu groß geworden. Keiner von euch gewinnt diese Runde. Es gibt keine Punkte. Ich mach zuerst auf. Schau dir diese Schokomuffins an. Ich habe keine. Ich habe nur einen Teller mit Crackern. Aber das sind wirklich erstklassige Cracker. Ich muss einen probieren. So lecker. Was auch immer. Ich brauche ein paar Zutaten. Hallo, Kellner? Endlich. Danke. Mal sehen, was ich hier habe. Sieht aus wie verschiedene Glasuren. Ich probiere mal das Grüne hier. Nein, mag ich nicht. Vielleicht das Gelbe. Das ist lecker. Also gut, hier ist mein Spritzbeutel zum Dekorieren. Warte, ich habe eine Idee. Ich reibe etwas von meinem Diamantring ab. Ich benutze einfach die Käsereibe. Was für süße kleine Diamanten. Wow. Hey, sie hat ihren Spritzbeutel da liegen lassen. Und das bringt mich auf eine tolle Idee. Ich nehme mir den einfach. Das hat funktioniert. Jetzt kann ich den Zuckerguss einfach auf die Cracker spritzen. Perfekt. Noch eine kleine Süßigkeit. Und ich lege da noch einen Cracker obendrauf. Ich lege das besser zurück auf Annies Seite. Okay, das sollten genügend Diamantenraspel sein. Nun brauche ich diesen kleinen Ausstecher. Ich drücke ihn in den Muffin, um die Mitte zu entfernen. Dann ist es Zeit, ein paar Diamanten hinzuzufügen. Sie kommen direkt in die Mitte. So hübsch. Nun die Glasur. Ich glasiere die gesamte Oberseite und bedecke die Diamanten. Nur noch einer und ich bin fertig. Hey, wie kann es sein, dass ich keinen Zuckerguss mehr habe? Das hätte eigentlich für drei reichen sollen. Was zum... Emma, wo hat sie den Zuckerguss her? Nun, schätze, ich habe mein Bestes gegeben. Den hier schmeiße ich einfach weg. Brauche ich nicht. Wow, kann ich den haben? Ich darf doch. Das ist so schokoladig. Moment mal, ich glaube, ich habe da was an den Zähnen. Chefkoch, wir sind bereit, dass unsere Gerichte bewertet werden. Hervorragende Arbeit, Mädels. Beide Teller sehen köstlich aus. Ich probiere Emmas zuerst. Köstlich. Jetzt noch Annies Schokomuffins. Ich beiße mal ab. Ach, herrje. So schokoladig. Und was ist das? Eine Diamantenfüllung. Was für eine Überraschung. Aber wer gewinnt? Emma oder Annie? Wisst ihr was? Ihr habt beide den Sieg verdient. Yay! Wir haben beide gewonnen. Schlag ein! Ist nicht leicht, so hübsch zu sein. Schätze, ich muss zum Unterricht. Ich kann es kaum erwarten, die Bücher zu lesen. Es wäre schade, wenn sie dir runterfallen. Ups, war ich das etwa?
Was haben dir die Bücher getan? Wenigstens ist mein Sandwich okay. Oh nein, das hat sie nicht. Schätzchen, fass mein Kleid nicht an. Geh mir aus dem Weg. Ich will den Platz bei der Lehrerin. Sie sieht sauer aus. Es ist nicht, wonach es aussieht. Das glaube ich jetzt nicht. Könnt ihr das Schild nicht lesen? Das, Schild? Oh, oh. Im Unterricht ist kein Essen erlaubt. Aber das ist so lecker. Das ist mir egal. Her damit. Das gehört jetzt mir. Regeln sind Regeln. Ich will dieses Sandwich. Wow, wie hat sie das gemacht? Kein Essen oder Getränke im Unterricht. Oh, oh, ich verschwinde. Wow, das Sommercamp in Hogwarts hat sich echt gelohnt. Was ist passiert? Gina, du steckst in Schwierigkeiten. Das ist alles deine Schuld? Ich hätte es wissen müssen. Es wird Zeit für eure Koch-Challenge und die wird gut werden. Du, singen im Regen. Wird Zeit für eure erste Challenge. Bereite dein Essen zu, das so bunt ist wie der Regenbogen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich hoffe, das ist keine Falle. Ich mach das. Siehst du, da ist nichts. Oh, dann ist ja gut. Also kein Grund zur Sorge. Oh, ich spiegle mich ja darin. Warum überrascht mich das nicht? Hey, Hübsche. Wo ist sie hin? Muss ich alles selber machen? Wow, ganz schön viele Süßigkeiten. Los geht's. Was ist das für Zeug? Das ist meine Chance. Ich muss nur hinterlistig sein. Das nehme ich. Oh, süße Bonbons. Wie ich euch vermisst habe. Aber jetzt gehört ihr mir. Was zur? Wiki, wiki, wäh! Was? Oh, da vorne Gina. Das ist so tragisch. Oh, yeah. Aber eigentlich gar nicht schlecht. Glaubt sie wirklich, dass sie Talent hat? Ich muss weitermachen. Das ist voll fesselnd. Deshalb bekommst du schlechte Noten. Kein Fokus. Das sollte einfach sein. Die Süßigkeiten kommen in diese Flasche. Wow, das ist schön bunt. Ich mach sie bis oben voll. Als nächstes brauche ich Maissirup. Den gieße ich in die Flasche. Alles muss bedeckt sein. Nur noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt der Deckel drauf. Ich bin fertig. Hä? Haben Sie was gesagt? Sind Sie schon fertig? Das war gar nicht so schwer. Schau dir das an. Ich gönne mir auch gleich was. Mh, ist das lecker. Das könnte ich den ganzen Tag essen. Wow, das ist so cool. Oh, ich habe eine Idee. Und die ist fantastisch. Ich lege die Bonbons auf den Teller und ordne sie im Kreis an. Ich wechsle mit den Farben ab. Wenn das erledigt ist, kommt Wasser dazu. Ich brauche nicht viel. Guck, das Wasser bekommt Farbe. Sieht schön aus. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich tunke den Marshmallow da ein. Ich drehe ihn langsam, damit er rundum bunt wird. Wow, das sieht cool aus und schmeckt so lecker. Das war's. Die Zeit ist um. Ich lasse den mal lieber verschwinden. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Eigentlich kann nur eine gewinnen. Aber heute gewinnt die Freundschaft. Wir haben beide gewonnen. Juhu! Es geht nichts über einen guten Film. Besonders, wenn du Snacks hast. Oh, ist schon alle. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Kapiert. Die sehen gut aus. Ich denke, das wird mir gefallen. Ich mach nur die Tüte auf. Oh, ist schwieriger, als ich dachte. Oh, haben die Superkleber genommen? Ach, herrje. Sie sollten mal ins Fitnessstudio. Egal, ich schau mal, was ich hab. Oh, eine Tortilla. Die macht mir Appetit. Ich brauche Hilfe. Nerds, versammelt euch. Auf uns können sie zählen. Wir müssen den Druck berechnen, den sie ausüben müssen. Und die Masse der Chips. Nein, das ist falsch. Was ist das? Hallo? Dann fange ich mal an. Zuerst rolle ich die Tortilla aus. Dann schneide ich sie in Abschnitte. Als nächstes brauche ich Paprikapulver. Das verleiht ihr den rauchigen Geschmack. Die Paprika kommt in die Schale. Ich brauche alles. Dann kommt Öl dazu. Das sollte reichen. Jetzt brauche ich einen Backpinsel. Damit mische ich das Gewürz und das Öl. Die Tortilla liegt in einer hitzebeständigen Schale. Und jetzt bestreiche ich die Teile mit dem Ölmix. Alles soll vollständig bedeckt sein. Mit dem Pinsel geht's ganz einfach. Ist wie beim Malen. Das kommt jetzt in den Backofen. Die Tortilla-Stücke werden bei Hitze hart. Aber ich will nicht, dass sie verbrennen. Leckere Chips. Die sehen toll aus. Ich probiere einen. Aber ich brauche was zum Dippen. Das wird lecker.
Wow, manchmal überrasche ich mich selbst. Hey, probieren Sie mal. Und geben Sie mir die Tüte Chips. Viel Glück damit. Wie kann? Das ist unmöglich. Grace hat gewonnen. Und jetzt Salsa-Time. Mir ist so langweilig. Stopp, das nervt. Mir reicht's. Ich mach nicht mehr mit. Ich muss kurz anrufen. Ich bin hier fertig. Was machst du? Oh, hallo. Ich möchte eine Massage buchen. Naja, jetzt ist sie weg. Dann mache ich die Challenge eben alleine. Mh, das ist lecker. So erfrischend. Oh, schon alle. Ich habe den genossen. Bring das in Ordnung. Bin schon dabei. Mal sehen, was wir hier haben. Hm, eine Augenbinde? Okay, was ist hier drunter? Das ist ein leerer Becher. Ich muss gestehen, ich bin etwas verwirrt. Ich nehme an, ich soll die aufsetzen? Wer weiß, vielleicht kann ich ein Nickerchen machen. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Hallo, wir machen einen leckeren Smoothie. Was machen wir? Cool, entscheide dich einfach für rechts oder links. Dann kommt diese Zutat in den Mixer. Ich wähle die linke Seite. Ausgezeichnete Wahl. Milch, das ist ein guter Anfang. Ich gieße sie in den Mixer. Mh, ich hab schon Durst. Das war's. Was kommt als nächstes? Das ist aufregend. Jetzt wird's interessant. Diesmal wähle ich die rechte Seite. Da hast du's. Schokoaufstrich, lecker. Genau mein Geschmack. Ich gebe einen großen Löffel in die Milch. Das wird ein leckerer Schokomilchshake. Ich bin bereit für die nächste Zutat. Wähle eine Seite. Mir macht das langsam Spaß. Mh, lass mich nachdenken. Ich nehme das Eis. Wow, das ist super. Jeder liebt Eiscreme. Grace verpasst was. Hier kommt deine nächste Auswahl. Was willst du? Das hier. Was ist das? Kekse? Lecker! Das wird super schmecken. Ich kann's kaum erwarten. Ich mach den Deckel drauf. Und dann los! Schau dir das an. Ich denke, er ist fertig. Jetzt schütte ich ihn in den Becher. Der riecht total gut. Ich mach noch Schlagsahne drauf. Und ein paar Bonbons. Wow, den werde ich definitiv genießen. Und los! Was sagst du dazu, Gina? Perfekt, du hast gewonnen. Wow, nun, das hatte ich erwartet. Mh, Eiscreme. Ups, ich glaube, ich muss noch üben. Mach keinen Fehler. Was machst du da? Warum verschwendest du Eiscreme? Schaut einfach auf eure Teller. Ich bin total erschüttert. Eistüten. Aber wo ist die Eiscreme? Wow, was hab ich dann wohl? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Hm? Stäbchen? Ich werde trotzdem gewinnen. Oh, meinst du? Leute, wer macht eurer Meinung nach das beste Essen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich weiß, dass ihr für mich stimmen werdet, denn ich habe eine tolle Idee. Zuerst platziere ich die Tüte in dieser Feder. Jetzt träufle ich Ketchup da rein. Das reicht schon. Jetzt kommen Wurstscheiben in die Tüte. Dann kommt noch Käse drauf. Noch etwas Paprika drüber streuen und ab in den Ofen damit. Sie sehen toll aus. Das sind Pizzatüten. Cool, oder? Die werden so gut schmecken. Ich möchte alles aufessen. Jetzt bin ich dran. Ich habe ungekochte Ramen. Jetzt gieße ich heißes Wasser drüber. Dann warte ich, bis sie weich sind. Mit einem Topfdeckel drauf geht's schneller. Mh, die sehen gut aus. Jetzt kommt ein Ei in die Ramen. Und ich gebe Paprika dazu. Mit den Stäbchen mixe ich alles. Alles soll schön vermischt sein. Dann wickle ich die Nudeln um ein Stäbchen und damit in einen Topf mit heißem Öl. Ich lasse es garen, bis die Nudeln goldbraun sind. Ich nenne das Ramen am Stiel. Das ist knusprig, lecker und du willst mehr. Ich habe einen neuen Lieblingssnack. Was sagst du dazu, Gina? Ich habe gewonnen. Gib's zu. Hm, schwierig. Aber Frau Lehrerin gewinnt diese Runde. Ich bin die Größte. Ernsthaft? Was sagst du? Wer hat das leckerste Essen gemacht? Grace oder die Lehrerin? Schreib es unten in die Kommentare. Falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal, um weitere tolle Videos wie dieses zu sehen.